Werfen wir mal einen Blick auf die zwei beliebtesten Energiequellen der Welt. Öl und Kohle. Dreckig. Erschreckend. Schätzungen zufolge töten fossile Brennstoffe jedes Jahr mehr Menschen als Kriege, Morde und Verkehrsunfälle zusammen. Aber das hier macht uns mehr Angst. Eine unerschöpfliche Energiequelle, die zuverlässig ist und Leben retten kann. Hier ist Was wäre wenn? Und das würde passieren, wenn Atomkraft unsere einzige Energiequelle wäre. Es gibt diverse Arten von Reaktoren. Im Grunde aber funktionieren alle gleich. Eine Kettenreaktion wird in Gang gesetzt, bei der Atome gespalten werden, um Wärme zu erzeugen. Dampf entsteht, der einen Generator zur Stromerzeugung antreibt. Auch wenn es sich ziemlich einfach anhört, ist es leichter gesagt als getan, ausschließlich auf Atomkraft umzusteigen. Die unzähligen Vorteile werden von den Kosten überschattet. Und einigen schlechten Erinnerungen. In Erinnerung an ein Ereignis wie Tschernobyl sagen die meisten Leute sicher, Atomkraft, nein, danke. Eine Kernschmelze hat meist verheerende und lang anhaltende Folgen. Nüchtern betrachtet gab es in der Geschichte der zivilen Kernenergie aber nur drei große Kernschmelzen. Fakt ist, nutzten wir ausschließlich Kernenergie, retteten wir jedes Jahr Millionen Menschenleben. Die WHO schätzt, jährlich sterben 3 Millionen Menschen wegen Luftverschmutzung durch fossile Brennstoffe. Kohlekraftwerke zum Beispiel blasen Partikel in die Luft, die Herzkrankheiten, Krebs, Atemwegserkrankungen und Schlaganfälle verursachen. Zufälligerweise die 4 häufigsten Todesursachen in Europa. Hat dich die Zahl geretteter Leben davon überzeugt, dass wir mehr Atomkraft brauchen, musst du aber noch ein Weilchen warten. Legten wir heute fest, komplett aus der fossilen Energieproduktion auszusteigen, dauerte es rund 40 Jahre, diesen Wandel vollständig zu vollziehen. Wer weiß, wie unsere Welt bis dahin aussieht. Nun, ohne Atomkraft sicherlich viel düsterer. Denn Atomenergie erzeugt keine Treibhausgase. Setzten wir stärker auf diese Energieform, könnten wir verhindern, dass weitere Schadstoffe unseren Planeten aufheizen. Im Jahr 2011 berechnete die World Nuclear Association, dass fossile Brennstoffe rund 5,5 Millionen Tonnen zusätzlicher CO2-Emissionen verursachen, die mit nuklearen Alternativen vermieden worden wären. Doch viele sind nicht überzeugt davon, dass die Einsparungen der CO2-Emissionen den hohen Preis der Kernenergie rechtfertigen. Während China und Russland ihr Nuklearprogramm mit massiver staatlicher Unterstützung ausweiten, ziehen sich andere Länder zurück und berufen sich auf die Undurchsetzbarkeit und das öffentliche Misstrauen seit Fukushima. Frankreich ist ein gutes Beispiel. Obwohl 75% seines Stroms aus Atomkraft stammt, will Frankreich das bis 2025 auf 50% reduzieren. Rückschritt, aber auch eine Chance. Ja, Atomkraft ist teuer. Aber in den letzten Jahren wurden erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie billiger und effizienter. Zum Beispiel deckt Atomenergie 20% des Strombedarfs der USA. Doch mit 13% schließen erneuerbare Energien auf. Selbst in der Atomindustrie schlagen einige Köpfe vor, verstärkt auf alternative Energien zu setzen. Damit das hochwertige Uran für andere Technologien wie interplanetare Raumschiffe verwendet werden könnte. Alles nur Spekulation. Das Potenzial der Atomkraft ist enorm. Sie kann Abermillionen Leben retten, ja, sogar den gesamten Planeten. Geht alles auf einmal? Können wir die Rettung der Erde erneuerbaren Energien überlassen, während uns die Kernenergie antreibt? Wer weiß, wohin sie uns bringt? Interplanetares Reisen? Das ist ein anderes. Was wäre, wenn?